Servus und willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, ihr seht, es dämmert langsam und es bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, bis es finster wird. Und von daher schauen wir uns jetzt gleich mal das Gebäude hier noch an. Hier gibt es schon mal, eine Munitionsbox, sehr schön. Schauen wir aber als erstes mal die Bookcases an. Okay, da haben wir schon mal kein Glück. Vielleicht schaut's in der Munitionsbox besser aus. Hälfte schon rum. So, mal gucken, was uns erwartet. Was ist denn das Schönes? Military Leg Armor. Military Armor provides the best armor defense and moderate weather protection. Ja, sehr cool. Dann ziehen wir uns den doch gleich mal an. Den Armee-Beinschutz. Okay, die Pfeilspitze können wir auch mitnehmen. Können wir die Token... Nee, können wir nicht mehr mitnehmen, aber brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, die Blätter nehmen wir mit. Die Painkillers lassen wir auch mal liegen. Und dann klopfen wir uns erstmal hier noch durch. Um 10 Uhr wird es ja wieder finster. Also bis dahin würde ich mich dann ganz gern aufs Dach verziehen. Und dann hier auch die erste Nacht verbringen. So, letzten Punkte. Okay. Schauen wir uns doch hier mal um. Oh, Küche. Schauen wir doch gleich mal, ob hier was Brauchbares dabei ist. Vielleicht so ein Cooking Pot oder sowas. Lump of Coal. Die nehmen wir gleich mal mit, die Kohle. Ja, zweimal Wasser. Eine leere Dose brauchen wir jetzt nicht. Nochmal leere Dosen, aber dann machen wir es so dann. Scrapen wir die gleich mal. Das können wir auch gleich scrapen, das Ganze. Und wo war es? Da war sie. Kiste. Da rückt man der nochmal zu Leibe. Okay. Wir haben keine Parts mehr. Haben wir noch genügend? Ja, wir haben noch genügend Zeugs. So, Stone Axe. Ist fertig. Dann machen wir auch gleich wieder Licht, wenn die offen ist. Ui, Samway. Shamway Crate, so heißt sie. Ist das schönes? Scrap Plastics. Bits of plastics that you may carefully mold into new shapes. Okay, ein neues Item anscheinend. Also, kommt mir nicht bekannt vor. Plastikschrott. Das essen wir doch gleich mal. Und dann sind wir auch hier durch. Schauen gleich mal nach draußen. So, das können wir auch noch angucken. Dann glaube ich, sind wir eigentlich soweit durch. Wir waren hier oben noch nicht. Auf dem Aussichtspunkt. Da liegt noch einer. Ui, Munition. Die müssen wir auf alle Fälle mitnehmen. Müssen wir nur gucken, was wir rausschmeißen können. Die Magnum Parts, eigentlich brauchen wir sie noch nicht. Aber die Scrap Plastik braucht man noch weniger. Werfen wir lieber den Plastikschrott weg. Und verziehen uns dann langsam aber sicher mal aufs Dach. Ich überlege mir gerade, auf welches. 18 mehr sind. Ich glaube, ich gehe auf das da. Haben wir noch ein paar Frames? Natürlich nicht. Vielleicht können wir uns... könnte schwierig werden, dass wir da raufkommen. Nee. Dann nutzen wir noch die Zeit. Holen noch ein bisschen Holz. Steine. Oh, bekomme ich nicht mehr rein anscheinend. Wundert mich auch nicht bei meinem Inventar. Ach komm, dann weg mit den Magnum Parts. Brauchen wir jetzt wirklich nicht für den Anfang.
Ist erstmal das grundlegende Zeugs wichtig. Ein paar Yucca-Früchte noch mitnehmen, damit wir was zu futtern haben über Nacht. So, da haben wir noch Holz. Haben wir noch irgendwo Holz? Da haben wir noch Holz. Uns zumindest noch ein paar Frames gleich herstellen. In der Zwischenzeit. Ah, wo ist er denn, der Woodframe? Ich lege mir den jetzt gleich mal als Favorit hier fest. Und ein Vogelnest auch noch. Sehr schön. Oh, Aloe nehmen wir auch mit. Das kann alles mit. Wir sind hunted. Aber von wem? Ich sehe keinen. Von wem sind wir hunted? Okay, interessant. Da ist sie. Was ist denn das für ein Zombie? Muss ich mir glatt schnell einen Screenshot hier machen. Ist ja ein ganz spezieller Zombie anscheinend. Und dann filmen wir den doch gleich mal. Search Hazardous Woman. Kein Hazard Zombie. Mit Strahlenschutzanzug. Wir haben hier eine Treasure Map gefunden. Die nehmen wir doch gleich mal und lesen wir auch gleich mal. So, Dear Stranger, I've got the cold sweats and it won't be long. All I can hear, bla 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 bla. Okay, das nehmen wir auf alle Fälle an. Eine Schatzsuche haben wir jetzt gestartet. So, aber bevor es jetzt raufgeht, suchen wir noch ein bisschen Holz. Platz haben wir ja noch. Wo ist denn hier Old Wood? Bisschen was an Old Wood. Liegt doch sonst auch immer rum, da hinten. Na, nicht den Boden bearbeiten. Jetzt haben wir's. Da haben wir noch zweimal Holz. Dann geht's nichts wie rauf. Birdness nehmen wir auch noch mit. Okay, haben wir sonst noch irgendwo Holz? Nee. Erstmal nicht. Dann schnappen wir unsere sieben Sachen und schauen mal, dass wir Land gewinnen. Oh, you're taking trap damage, okay. Das ging vorher besser, aber der Schaden hielt sich ja in Grenzen. Oh, alle hopp, alle hopp. Das noch mit. Die zwei. Dann harren wir erstmal hier die erste Nacht aus. Wir können uns aber ja ein Campfire platzieren normalerweise. Campfire, wo haben wir es denn? Da haben wir es. Okay, wir haben aber keinen Platz. Du gehst mir jetzt gerade noch ab, oder wie? Musst du jetzt da unten Lärm machen? Schau, dass du stirbst. Schau, dass du stirbst. Eine Stunde oder mal in eine Stunde. Ein paar Minuten fängst du zu rennen an. Schau mal. Gibt's das? Oh, shit. Uiuiui. Ja, das kommt davon. Lauter Schnee, Schnee. Bin ich glatt noch runtergefallen. Jetzt gib Ruhe da unten. Lock nicht noch mehr Zombies an.
wirst du wohl liegen bleiben. Okay, der rennt jetzt schon. Und dass wir den erwischen, relativ schwierig. Kannst zwar versuchen. Jetzt da. Haben wir ihn erstmal ausgeschaltet. Und dann verbringen wir mal die restliche Nacht. Dass wir mal ein bisschen durchstöbern. Durch unser Inventar. Was wir alles Schönes jetzt gefunden haben. Wir haben Gas Barrel. Okay, was gibt es denn da für Rezepte? Gascan, okay, das ist klar. Sniper Rifle Stock. Würde ich sagen, sortieren wir mal ein bisschen. Denn sonst wird es sehr schnell unübersichtlich. Die Nahrung kann erstmal hier rein. Nehmen wir lieber die Schüsse hier hin. Auch die Waffe hier hin. Kommt die hier hin. So wollen wir das erstmal. Dann haben wir noch gehabt Bandagen, Blutpacks, Aloe-Pflanzen. Da könnten wir uns doch Aloe-Cream herstellen. Viel? Nur eine, oder wie? Ah, ja, nur eine. Hier brauchen wir, um eine herzustellen. Aber dann lassen wir das erstmal. Sonst belegen wir unser Inventar nur noch mehr. Steel Arrows kommen auch hier runter. Normale Arrows kommen hier runter. Short Iron Pipe lassen wir mal. Das können wir gleich mal aufessen. Haben wir wieder einen leeren Platz gewonnen. Auch gleich mal hier erschmieden. Scrapen besser gesagt. Noch scheint es hier relativ ruhig zu sein. Fragt sich nur, wie lange noch. Ist ja auch erst eine Stunde rum. Von daher will ich jetzt auch nicht allzu viel Licht machen oder unbedingt einen Campfire platzieren, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil wir natürlich auch gar nichts zum Grillen dabei haben, so wie es aussieht. Nee, nur hier das Bottled Murky Water und das können wir nicht abkochen, weil wir keinen Kochtopf nicht haben. Schlecht. Aber gut, wir können ja mal gucken, wie schaut er denn schon aus, der Kollege? Hey, perfekt ausgerüstet. Oder auch nicht. Wir brauchen eindeutig noch was für die Füße. Aber wir haben ja einigermaßen viel Plant Fibers dabei und daher stellen wir jetzt doch gleich mal diese Plant Fiber Parts, Pants und das Shirt und alles her, damit wir die Quest auch erfolgreich abschließen. Aber was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Pants. Brauchen wir noch das Shirt. Den Hut. Haben wir den haben wir da. Dann haben wir eigentlich alle. Das können wir gleich mal anziehen. Ah ja, da haben wir unsere besseren Hosen an. Das brauchen wir dann schon mal nicht mehr. Ja, er sagt, ups. Er sagt natürlich, bitte jetzt. Okay, Schuhe will er auch noch herstellen. Den Rest können wir gleich wegschmeißen, den brauchen wir nicht mehr. So, ziehen wir das auch an. So, nächste Quest, was spricht ihr jetzt? Ah, wir müssen das ganze Zeugs anziehen. Okay, dann machen wir mal eben Licht. Da waren die Pants. Okay, kurz anziehen, dann wieder abziehen. Das Shirt und die Kopfbedeckung. So. Einmal und nochmal. Haben wir die Quest auch. Was spricht er jetzt? Wooden Club müssen wir herstellen. Das dürfte hinhauen. War jetzt auch keine große Herausforderung. So, was hat er noch zu bieten? Wir sollen einen Wooden Bow herstellen und Arrows herstellen. Die Arrows können wir herstellen. Ah, nicht ganz so viel.
paar Steine auf Vorrat will ich noch haben. 10 erstmal und einen Bogen sollen wir noch herstellen. Nun gut, der alte ist sowieso hinfällig. Können wir den... Ja, den können wir sogar. Scrap. Und stellen uns gleich mal einen neuen her. In der Zwischenzeit. Level 1 kann nur besser werden. Oh, Level 39 sogar. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge von 7 Days to Die angekommen. Wie immer, danke fürs Zusehen und ich freue mich auf euch, wenn auch das nächste Mal wieder einschaltet. Ich werde es soweit nur noch warten, bis die Nacht rum ist und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Warhead. Ciao.